Morgen! Heute wieder hier bei der Landfleischerei. Aber heute gehe ich hier nicht rein, das hat mir gestern gereicht. Ich mache jetzt meine Abfahrtskontrolle und dann diesmal los nach Leipzig. Wir müssen ein bisschen sputen, dass wir heute noch nach Hause kommen mit Nacht. Mal gucken, wie das alles so funktioniert. Also meine Lieben, gleich geht's los. Schneid euch an. Bindet die Mützen fest, die Schuhe zu, die Jacken dicht und dann ab die Post. So Freunde, meine lieben Videoguckfreunde, jetzt geht's los. Abfahrtskontrolle haben wir gemacht. Schöne 11 Stunden Pause haben wir auch gemacht. Jetzt können wir hier schön loslegen. Oma hat gewartet, das ist auch schön. Ach, ja, theoretisch steht man hier eigentlich immer schön und gut. Kann man eigentlich nichts sagen, ne? So, dann wollen wir mal. Na, jetzt wird das Wetter wieder besser. Sieht doch schön aus da vorne. Aber das ist eine ganz schöne Schneise, die sie mit der Autobahn da in den Wald geschlagen haben. Ne? Wenn man das so sieht von hier oben. Ganz schönes Ding, mein lieber Mann. Ist ja alles erst sechsspurig ausgebaut worden hier vor 2 Jahren oder so. Es war ja eine Zeit lang erst nur zweispurig, also vierspurig, jede Seite zweispurig. Und dann haben sie vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren haben sie das dann sechsspurig ausgebaut, also drei Spuren, drei Spuren. Da haben sie ganz schön da oben Luft gemacht zwischen den Bäumen. So, ja, zwischen 1:30 und 2:15 sind wir oben. Mit ein bisschen Glück kommen wir gleich in der Halle. Dann passt das schon. Dann machen wir runter zu noch eine halbe Stunde Pause. Erst machen wir oben noch eine Viertel, dann machen wir unten noch eine halbe zwischendrin. Oder ich mache keine Viertel und fahre gleich runter und mache unterwegs eine Dreiviertel. Das überlege ich mir noch. Das überlege ich mir noch. Noch. Ach Mann, das Wetter, das ist so wechselhaft. Mal scheint die Sonne, mal trascht's, mal wedelt der Wind. Kann sich das Wetter nicht für eins entscheiden, zum Beispiel für Sonne. Seht ihr das, wie das hier regnet? Naja. Ist ja richtig fett jetzt hier.
So, wie soll es natürlich am Freitag anders sein? Das Automatiktor geht nicht. Von innen. Von außen bin ich reingekommen, aber von innen lässt es mich nicht raus. Warum auch? Es ist ja nur Freitag. Wir wollen ja alle nach Hause. Da können wir ja ruhig so einen kleinen Umweg fahren, um zu gucken, wie die hier ihren Schichtwechsel machen. Ich glaube fast, das hängt mit dem Schichtwechsel zusammen. So, da können wir ja auch gleich über Plausig fahren jetzt. Schön, wie sie alle an der Stoppstraße halten. So ein scheiß Wetter. Männisch. So, dann wollen wir doch mal gucken, wie es jetzt hier an der Baustelle läuft. Ich dachte schon, der will dem jetzt hier in den Kofferraum reinfahren. Der Däne. Den Bayreuther. So dicht wie der dem hinten drauf ist gerade. Macht euch mit euren breiten Kutschen auf die rechte Spur, ihr Affen. Hier kommen schon wieder die Transporter gleich an mir vorbei. Alle bestrafen, alle. Knallhart abzocken würde ich die. Ach, da ist massig Platz. Da stellen wir uns doch dort gleich hin. Da stellen wir uns doch dort gleich hin. Guckt mal, wie viel Platz da ist. Da können wir uns doch hier mitten reinlegen. Hier war er noch gar nicht, ne? Das ist mir schon klar, deswegen fahre ich ja mit euch hierher. So, Päuschen, Kleinigkeit essen. Und dann geht's weiter. So, ne, dann lasst uns mal flux das hier noch in Angriff nehmen. Abladen, laden. Dann muss ich noch mal fix in die Spedition hier. Die haben mir vorhin eine Nachricht geschickt, da ist irgendwo was hinterlegt. Das muss ich abholen für Elsnitz. Das muss ich am Montag reinreichen. So schnell bei Gelb noch drüber. Ach, das war schon dunkelgelb, aber das macht nichts. Gelb ist gelb, egal was für ein Gelb. Ja, da muss ich das noch holen.
Das brauchen die am Montag. Und dann geht's ab die Post. Nach Hause. Wochenende. Hoch die Hände. So, jetzt fix in die Spedition. Und dann ab die Post nach Hause. Ich weiß gar nicht, was sie da hinterlegt haben. Ich weiß bloß wo. Kilometer, knapp 7 Kilometer. So, da wird der jetzt mal weggekachelt hier. Fahren wir jetzt mal an der Autobahn vorbei. Ich denke, dann fahren wir nachher hinten hoch auf der Autobahn. Burg Weinting irgendwo oder wo auch immer. So, meine Lieben. Jetzt hat sich doch wieder alles geändert. Jetzt habe ich hier gesucht und gesucht und gesucht und jetzt bin ich knapp an meiner Zeit, also ich schaffe es jetzt eh nicht mehr nach Hause. Jetzt habe ich hier über eine halbe Stunde Lenkzeit verrammelt und genau die fehlt mir noch, bis ich nach Hause komme. Also mache ich jetzt hier gleich noch mal Pause und dann kriegt ihr doch noch ein Samstagsvideo. Habt ihr ein Glück. Also dann Stau und kinderfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Gutes Nächtle. Und bis morgen früh.